Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Wir müssen so lachen gerade, Kameramann und ich, weil er sagt, du hier mit deinem Aufkleber, so witzig, wie sprechen ganz viele Leute auf dieses schwarze Teil, dann sagen sie, ob das was mit der Ukraine zu tun hat oder sowas, oder ob das ein neuer Style ist. Und dann sage ich, nee, mir ist einfach nur die Jacke gerissen und ich habe da ein Panzerband drüber geklebt, weißt du? Geil. Schönes Ding. So, guten Morgen nochmal. Also, Porsche 928, Freunde. Ich habe hier ein echt spannendes Auto, Porsche 928 S3, also Übergangsmodell 2 zu 4. Das heißt, hat Katalysator, hat den 4-Ventile-Motor vom S4, hat Brembo-Bremsen vom S4, hat den 4,9 Liter Hubraum, 2,9 wurde der Wagen gekauft von dem jetzigen Eigentümer. Hat immer Wartung bekommen, weil der kommt nämlich auch, ich hatte letztens Sommer so ein Schwarz war der, glaube ich, nee, war auch dunkelblau, glaube ich, ne? Von dem Joachim, und der hat den, habe ich relativ schnell verkauft, nee, schwarz war der, genau. Und der hat ja immer, kennt sich wahnsinnig damit aus und hat die immer, das ist ein Freund von ihm aus dem 928er Club, und der hat ihn immer gewartet, also das ist, der ist technisch echt in Ordnung. Und das Coole ist, wenn den jemand kauft, kriegt er vor Übergabe nochmal den Zahnriemen und eine Inspektion gemacht. Oder man handelt mit mir entsprechend den Preis runter. Das geht natürlich auch, weil der Preis ist echt verlockend, finde ich, wenn man mal guckt, was da steht. Und ich habe hier so ein paar Unterlagen von dem Auto. Ich habe die Geburtsurkunde von Porsche, wo genau steht, dass, also habe ich hier, kann ich sogar mal rausholen, guck mal. Habe ich nämlich gerade hier gesehen, Zertifikat von Porsche. So, hier steht es, Geburtsurkunde. Also, das ist schon. Hier stehen ja noch die. Also, hier, das kannst du auch noch mal kurz draufhalten. Hier stehen ja die ganzen Werte von. Weil so wie hier, also ne, dunkelblau, so ist die Farbe Lederkot grau-grün. Also, zeige ich euch. Das ist so ein Schlamm, diese Schlammfarbe, so nenne ich die immer. Habe ich letztens auch gehabt beim 964er. Der war allerdings gar nicht im Netz, der war sofort wieder verkauft. Cool, also komm, hier Zweitschlüssel auch noch da, also alles immer da. Der hat eine Menge Vorbesitzer gehabt, ich glaube 9 oder sowas. Aber das ist so ein Auto, wenn es funktioniert, egal, 928 ist halt wichtig, der muss laufen, der muss funktionieren, das muss hinhauen, weil sonst wird es teuer und macht keinen Spaß. Ja? So, ich hatte mal einen, das war eine Katastrophe. Der ist vom Lack nicht ganz so gut tatsächlich, also da sind so ein paar. Also eigentlich ein perfektes Auto für meinen Stefan. Wenn den jemand kauft, könnte er mir sagen, pass mal auf, mach mal eine schöne Aufbereitung. Dann ist der, dann holt der nämlich so viel raus aus so einem Auto. Das, der ist ein bisschen stumpf und so ein paar kleine Stellen, die man wegkriegt mit einer schönen Aufbereitung natürlich. Aber er ist jetzt nicht verbeult oder zerkratzt oder sowas. Also er sieht wirklich cool aus. Diese 928er sehen ja immer cool. Aber er hat halt ganz viel so kleine. Das wäre ein Traum für Stefan, oder? Auf jeden Fall. Wenn Stefan einmal rüber geht. Wahnsinn, ne? Ja. Den könnte man eigentlich mal holen und mal fragen. Ne, den lassen wir mal arbeiten. Komm, der hat zu tun. Ja, hier auch, wie gesagt, also die Scheiben sind ordentlich dicht und hier, das sieht alles gut aus. Ich habe ihn nicht durchgemessen. Soll ich ihn mal durchmessen? Ich messe ihn mal kurz durch. Lass mich mal gucken, wie der Lack ist, ob der schon lackiert wurde oder nicht. Das mache ich mal gerade. So, gerade mal durchgemessen. Also hier mit meinem wahnsinnig coolen kleinen, aber oho, weil das ist unfassbar teuer im Verhältnis für andere Messgeräte, aber funktioniert halt immer und ist echt genau. Also der wurde schon mal lackiert, irgendwann im Zuge seines Lebens. Und so ist es halt, aber schadet ja nichts. Ist auf jeden Fall nicht ganz frisch und ganz neu, weil dann wird es anders aussehen. Und das ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn Lackierungen älter sind. Dann weiß man, kommt nämlich hier so ein Steinschlacht und kleiner. Also, das ist der Motor. Den erkennen natürlich 928 Profis sofort. Die sagen, oh ja, das ist schon der und der. Und war letztens einer hier, hat den hier stehen sehen, hat gleich gesagt, ah ja, so und so. Also, hier die Matte ganz ordentlich. Die hängt ja manchmal auch nur so runter und ist zerfetzt. Aber hier sieht alles ordentlich aus. Ich gucke nochmal hinten rein, Thomas, würde ich sagen, und dann machen wir nochmal von innen und dann drehen wir mal eine Runde. Obwohl es ein bisschen nieselt, aber ich glaube, wir machen das trotzdem. Ja. Achso, hast du schon. Ja,
Was ist das? Wahrscheinlich ein Aufladegerät. Zum Aufladegerät anschließen. Könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Muss ich mal fragen. Ja, also hier schöner Blick ins Innere. Was ja auch oft ist, dass diese Mittelkonsole hinten so wellig ist und aufgequollen und so. Wir gucken mal rein. Das ist von innen nämlich auch echt schön. Das ist eine Automatik, ne? Also ein Schalter. Super. Wir wechseln mal die Position. Wir haben mal die Seiten gewechselt, weil hier steht ein 300.000 Euro Auto und die Tür geht nicht so richtig auf. Und deswegen haben wir mal gesagt, müssen wir mal ein bisschen... Hier, guck mal, schön elektrische Sitze. Du. Und die Farbe finde ich echt ganz cool. Weil die Farbe ist so, wie gesagt, so dunkelgrün, schlammmäßig. Ich weiß nicht, wie man das betiteln soll. Oliv fast, ne? Oliv könnte man sagen. Ja, aber dunkeloliv, ne? Sehr, dunkel. Sehr dunkles Oliv. Ja. Grau-grün. Grau-grün, dunkeloliv. Ja. So, also sieht von innen wirklich schön aus. Alles funktioniert. Vier Schiebedach hat er und Fensterheber geht alles. Radio, Klima geht, die Uhr geht, was äußerst selten ist. Es gibt kein Scheckheft von dem Auto. Damit muss man leben. Und er hat wie viele Kilometer eigentlich gelaufen? Das ist mal eine gute Frage. Steht da irgendwas? 235.900. 235.900. Cool. Thomas, was sagst du? Komm, wir drehen eine Runde. Ne? Ja, machen wir. Und ich muss ja immer sagen, meine Videos gerne angucken bei YouTube, freue ich mich immer. Gestern war ich auf der Autobahn wieder, hat neben mir jemand gehalten und hat dann so drüber gegrüßt. Fand ich ganz nett. Er hat nicht mich erkannt, sondern meinen Trailer. Klar, das macht immer Spaß. Cool. Ich glaube, es ist mir doch zu viel Regen und nass draußen. Ja, sorry. Ich mache ihn mal an und wir fahren mal hier in der Halle hin und her, dass man hört, wie der Motor läuft. Und ja, kriegt ja sowieso vor der Übergabe noch eine Inspektion und alles. Also man wird dann sowieso, dass das alles, falls da irgendwas sein sollte, tipptopp ist. Ja? Super. Das machen wir jetzt. Ich schmeiße ihn hier an. Komm. So, aber auch irgendwie so geil. Also 928er sind einfach coole Autos. Ich sag's ja immer wieder bei jedem Dreh, das war der erste Porsche, in dem ich mal gesessen habe. Ja, hab ich das Baujahr eigentlich gesagt? Nee, hast du nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ne? Habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Baujahr, hier alten, ich habe noch so einen alten Brief auch noch dazu. 86er. 20.02.86, deutsches Auto, also cooles Ding. Ich würde vorschlagen, suchen Sie sowas und haben Bock, so ein Auto zu fahren, rufen Sie mich an. Der Preis ist heiß, finde ich, und es soll das Geld auf der Bank rumliegen. Da kauft man sich so ein Auto und stellt sich in die Garage. Richtig. Und hat noch Spaß damit, oder? Ist so. Der Bank kostet Geld. Mittlerweile, erzählen ja mir immer so viele Leute, ich weiß es nicht, aber ne? Alles klar. Danke fürs Zuschauen und Wetzel Automobil in Hamburg. Kommt einfach mal rum, wenn ihr Bock habt. Hier kommen immer Leute und besuchen uns. Wir haben immer alle Getränke da und immer noch schöne Autos, die man gar nicht im Netz sieht. Dankeschön und tschüss.